Ganz Deutschland beschäftigen die Bilder auf Afghanistan. Auch heute möchten wir darüber mit unserem Gast sprechen. Der ist aber eigentlich Verkehrsexperte. Deswegen sprechen wir auch darüber, wie sieht der Verkehr der Zukunft aus? Wie sparen wir da am besten CO2 ein? Und dann reden wir aber natürlich auch über seinen Wahlkreis. Und unser Gast ist Steffen Bilger. Er ist CDU-Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg und Staatssekretär im Verkehrsministerium. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Willkommen im Wahlkampf, Steffen Bilger. Vielen Dank. Bevor wir über die Themen sprechen, einmal noch, weil das Setting, das ist ja sehr oldschool, Holztisch und Holzfassade, nicht viele erkennen es wieder. Erkennst du es wieder, was das hier darstellen soll? Ja, also es fehlt ein bisschen das Kännchen Kaffee und alternativ das heiße Wasser, wer lieber einen Tee präferiert. Aber es hat schon so ein bisschen was von Kabinettssitzung. Genau, wir haben den Kabinettssaal aus dem Bundeskanzleramt nachgebaut. Ein paar Details fehlen noch. Wir haben es zum Beispiel nicht geschafft, obwohl wir wirklich wochenlang dran waren, diese Uhr aufzutreiben, die Tischuhr, die in alle vier Richtungen die Zeit zeigt. Weißt du was über die Uhr, wo die herkommt? Ich glaube, die kommt aus Bonn sogar noch. Müsste so sein, weil sie wirklich eigentlich zu diesem Bild vom Kabinettssaal oder Kabinettstisch gehört, aber mehr weiß ich leider auch nicht drüber. Wo sitzt du, wenn du im Kabinettssaal dabei bist für dein Ministerium? Also die Plätze sind ja streng zugeteilt. Das heißt, wenn ich den Minister vertrete, dann muss ich mich einfach dahin sitzen, wo das Schildchen steht, BM Scheuer. Wir haben ja zurzeit Corona-bedingt dann auch einen anderen Kabinettssaal. Da trifft man sich jetzt im Kanzleramt in dem großen internationalen Konferenzsaal, dass die Abstände eingehalten werden können. Da gibt es aber genauso dann die zugeteilten Plätze. Wir sind ja hier auf der Seite, also auf der Seite ist ja, sind ja die Bergbauern von Kirchner und auf der Seite das andere Bild, das wir tatsächlich bei uns haben nachpinseln lassen. Wer sitzt denn hier rum? Also die Kanzlerin sitzt ja auf dieser Seite in der Mitte. Mhm. Wer würde hier sitzen oder wo sitzt Minister Scheuer? Also da sitzt ihr fast gegenüber. Okay. Und ja, jetzt sind wir, wie gesagt, schon seit Beginn der Corona-Krise eben ausgewichen. Deswegen muss ich fast so ein bisschen nachdenken, wie denn die Sitzordnung im Originalkabinettssaal aussieht. In dem Interimskabinettssaal mit den größeren Abständen ist auch wieder so wahrscheinlich nachempfunden der Sitzordnung im normalen Kabinettssaal, das Verkehrsministerium dann ja auch so in etwa gegenüber der Bundeskanzlerin sitzt. Ein Thema, um das man als Politiker überhaupt gar nicht drum herum kommt, ist ja gerade Afghanistan. Die dramatischen Bilder verfolgen uns ja in den Nachrichten, die sind auf allen Zeitungen, man kommt da nicht drum herum. Es ist sehr aufwühlend. Du als Direktkandidat kommst ja auch nicht drum herum, ein sehr breites Themenspektrum abzudecken, auch wenn du Verkehrsexperte bist. Was sind deine Gedanken zu dem, was gerade passiert und was muss jetzt sehr schnell passieren? Ja, das sind natürlich echt schlimme Entwicklungen. Also ich erinnere mich gut, als ich 2009 in den Bundestag gewählt wurde, da habe ich schon die Verantwortung, die man dann als Abgeordneter hat, besonders dann wahrgenommen, wenn zum Beispiel Auslandseinsätze zur Abstimmung anstanden, was wir regelmäßig machen im Bundestag. Weil man dann einfach weiß, man kann davor in der Jungen Union, der CDU, sonst wie viel diskutieren über Bundeswehr und Auslandseinsätze. Aber dann muss man einfach wissen, wenn ich meine Hand hebe oder meine Stimmkarte dafür abgebe, dann kann das auch zur Folge haben, dass zum Beispiel deutsche Soldaten dann ihr Leben lassen in Afghanistan. Und das sind ja viele Soldaten, die dort ihr Leben gelassen haben. Ich kenne auch im Wahlkreis einen Soldaten, der dort verletzt wurde, der sein ganzes Leben lang durch die Verletzung an den Einsatz erinnert wird, der jetzt natürlich auch die Frage stellt, was hat das eigentlich alles gebracht, was wir da gemacht haben? Und die Frage müssen wir uns schon auch selbstkritisch als Bundestagsabgeordnete, auch als Bundesregierung stellen. Denn 20 Jahre Einsatz mit so großen Bemühungen, auch so großen Opfern, die dann innerhalb von wenigen Wochen hinweggefegt werden, das kann wirklich nicht ohne Konsequenzen bleiben. Also deswegen müssen wir das schon alles sehr genau analysieren, diskutieren, aufarbeiten und dann auch für die Zukunft daraus lernen. Jetzt ganz konkret geht es natürlich darum, dass wir so schnell wie möglich alle, die jetzt gefährdet sind, die Ortskräfte, die deutschen Staatsangehörigen, die für Hilfsorganisationen gearbeitet haben, da rausbekommen, weil die Gefahr durch die Taliban ist ja sehr real. Also ich bin kein Außenpolitiker, aber ich glaube nicht, dass die Hoffnung, dass man mit den Taliban dann irgendwie auf dem Verhandlungsweg immer irgendwelche Lösungen finden kann, dass die besonders realistisch ist. Also deswegen jetzt Hilfe
deswegen auch die politische Diskussion nicht jetzt unbedingt führen. Ich glaube, das bringt uns jetzt nicht weiter, sondern jetzt geht es darum, dass man schnell denen hilft, die jetzt wirklich in Gefahr sind. Und dann geht es natürlich auch um die weiteren Schritte. Da finde ich es jetzt auch gut, wie Armin Laschet sich dazu eingelassen hat, wo man aussieht, er hat einfach den Blick für die ganzen Fragestellungen, die sich damit verbinden. Armin Laschet hat ja ein Statement zu der Situation abgegeben, wo er sagte, es müssen die Leute, die unmittelbar Deutschland geholfen haben oder als Ortskräfte für Deutschland tätig waren, aus Afghanistan geholt, nach Deutschland geholt werden. Gleichzeitig aber auch gesagt, 2015 darf sich nicht wiederholen, ist dafür dann auch angegriffen worden. Ist das der richtige Kontext da, im Kontext 2015 jetzt über die Geschehnisse in Afghanistan zu sprechen? Und ist das nicht auch ein bisschen ungerecht im Diskurs, dass ausgerechnet dieses 2015 rausgekramt wird, aber die Hilfe, die er einem Kontingent verspricht, dagegen dann untergeht? Ja, es war einmal mehr ärgerlich, vielleicht ein bisschen typische Twitter-Diskussion, dass dann so verkürzt wird, nur 2015. Aber ich fand schon sehr richtig, dass er das auch deutlich gemacht hat. Also er hat auch in Interviews jetzt die Tage immer wieder deutlich gemacht, jetzt kommt es vor allem darauf an, wirklich schnell zu helfen. Deswegen ist die Bundeswehr jetzt im Einsatz. Zu den weiteren Folgen dieses Debakels gehört dann aber auch, dass man sich einstellt auf mögliche Situationen, die eintreten können, Flüchtlingswelle. Und da heißt doch wirklich, 2015 darf sich nicht wiederholen. Nicht nur, dass wir nicht wollen, dass sehr viele sich auf dem Weg nach Deutschland oder Europa machen, sondern dass auch möglichst niemand auf dem Weg, auf der Flucht stirbt, dass wir helfen können dort in der Region, dass sich die Menschen gar nicht auf dem Weg nach Europa machen müssen. Das alles verbindet er damit und ich finde, da zeigt er, dass er einfach jemand ist, der auch weiterdenkt. 2015 waren wir halt nicht vorbereitet. Jetzt müssen wir uns vom ersten Tag an darauf vorbereiten, dass da eine Flüchtlingswelle entstehen kann. Und ich glaube, nach allen Erfahrungen, die wir auch gemacht haben, 2015 und in der Folge in unserem Land, ist es schon auch richtig klar zu sagen, wir helfen denen, die jetzt bedroht sind, auch Menschenrechtlerinnen, Kommunalpolitikerinnen, NGO-Vertretern. Aber er hat ja auch besonders die Frauen angesprochen, die jetzt ja wirklich ganz besonders leiden werden unter den Taliban, was ich auch sehr richtig fand. Aber es kann nicht so sein, dass man dann ein Signal aussendet, dass jetzt quasi alle, die nicht mehr in diesem Afghanistan leben wollen, eine Chance haben, nach Deutschland zu kommen. Das ist für mich auch eine der Lehren aus 2015, denn da gab es damals ja oft Botschaften, die dann über die sozialen Medien einfach falsch verbreitet wurden in den Ländern, wo sich dann viele auf den Weg gemacht haben. Und da ist dann sicher besser zu sagen, wir helfen so viel wie möglich einfach in der Region, dass die Menschen dort in Sicherheit sind, dass sie gut versorgt sind, dass die Kinder, wenn es darum geht, dass die länger nicht in ihre Heimat zurückkehren können, unterrichtet werden und was eben noch alles dazugehört. Mhm. Abseits vom Weltgeschehen führst du gerade als Direktkandidat Wahlkampf im Wahlkreis 265 in Ludwigsburg, den du seit 2009 auch immer gewonnen hast, zuletzt zum Kontext mit 38,3%, stärker als die Partei mit 33,3%. Wie sieht eine Woche für dich jetzt aus? Wie sieht dein Kalender aus? Also es ist sicher alles ganz anders als in meinen bisherigen Wahlkämpfen in der Corona-Situation, die wir immer noch haben. Wir hatten ja in Baden-Württemberg Landtagswahl im März, da war alles noch viel mehr eingeschränkt durch Corona. Da haben wir jetzt schon mehr Möglichkeiten im Bundestagswahlkampf, aber ich mache zum Beispiel die großen Veranstaltungen nur im Freien. In Halle zu gehen mit einer klassischen politischen Veranstaltung ist zurzeit, glaube ich, einfach schwierig. Und bei den Freiluftveranstaltungen, da kommen dann auch viele, da gibt es großes Interesse. Aber was mir schon fehlt, ist einfach die Begegnung mit vielen Menschen, die ansonsten auf den ganzen Straßenfesten, wir haben Weinfeste im Wahlkreis an vielen Orten und so weiter anzutreffen wären. Also bisher war mein Wahlkampf im August immer, klar, auch eigene Veranstaltungen machen, aber vor allem dahin zu gehen, wo die Leute sind. Die Anlässe gibt es kaum mehr, weil das eben alles Corona-bedingt abgesagt ist. Also muss ich schon ein paar Gedanken machen, wie man dann die Wähler erreichen kann. Wie geht das? Auch, ja, vielleicht noch so zum sonstigen Ablauf. Also als Staatssekretär geht die Arbeit ja nicht aus, wenn der Bundestag in die Sommerpause geht. Mhm. Da gibt es weiter viel zu tun. Auch deswegen bin ich jetzt am Tag wie heute in Berlin oder ich bin dann ja auch zur Wahlkampfunterstützung bei anderen Kandidaten, vor allem in Baden-Württemberg, aber wie morgen dann auch in Nordrhein-Westfalen, in anderen Bundesländern zum Einsatz. Ja, wie erreicht man die Wähler trotzdem? Also ich setze dieses Mal zum ersten Mal eine Wahlkampfzeitung ein, die jetzt schon verteilt wird, also zu Beginn der Briefwahl, um einfach
da nochmal viel mehr Menschen zu erreichen. Und dann gibt es eben im September nochmal den Prospekt hinterher. Also deswegen für mich schon auch mehr Materialaufwand. Und ich glaube, das ist aber einfach auch nötig. Es ist auch so eine Lehre für uns aus der Landtagswahl. Es ist einfach schwieriger, sehr viele Menschen zu erreichen. Oft ist ja dann auch nur so einmal der persönliche Eindruck, wenn man am Wahlkampfstand kurz mit jemandem sprechen kann oder einen halt bei einem dieser Anlässe, Feste und so weiter trifft und mal kurz ein Gespräch führen kann. Das ist nicht zu unterschätzen, was dann die Wirkung auch für den Wahltag anbelangt. Ja, wenn es die Möglichkeiten nicht so gibt, wie wir das bisher gewohnt waren, dann, wenn ich für mich zum Ergebnis komme, dann machen wir halt mal zum Beispiel diese Wahlkampfzeitung, die dann an alle Haushalte verteilt wird. Ja, wie ist es dazu gekommen? Das ist ja, also die meisten Leute ziehen ja aus dem Distanzwahlkampf aufgrund von Corona eher die Konsequenz, viel mehr online zu machen. Warum hast du dich entschieden, dann doch diesen dezidiert analogen Weg zu gehen und eine eigene Wahlkampfzeitung nochmal aufzulegen? Ja, also Online-Wahlkampf ist für mich natürlich auch noch mal wichtiger. Bisher war ich ja noch immer einer der jüngeren Kandidaten, kann man jetzt darüber streiten, ob ich das noch bin. Aber deswegen, klar, Digitalwahlkampf war schon immer ein Thema, aber jetzt natürlich sowieso noch mal mehr. Aber wir haben schon den Eindruck, dass es einfach viele gibt, die, auch wenn die ältere Generation ja auch durch Corona, glaube ich, einen Riesensprung gemacht hat bei Nutzung von Tablets und Videokonferenzen und so weiter. Aber dass es schon noch ein gewisses Hemmnis gibt, dann wirklich solche digitalen Wahlkampfformate anzunehmen. Also es gehört auf jeden Fall dazu. Ist natürlich auch eine tolle Sache, wenn man zum Beispiel Kollegen hier aus der Bundespolitik einladen kann, die sich dann einfach von wo auch immer sie gerade sind, zuschalten, wo es vielleicht schwierig wäre, bei denen noch einen Termin zu kriegen, wo die dann extra vor Ort kommen. Aber die klassischen Formate halte ich nach wie vor auch für sehr wichtig. Aber diese Wahlkampfzeitung, die geht dann eben an alle Haushalte, sprich egal ob internetaffin oder nicht, die bekommen alle von mir schon mal diese Publikation. Und da gehe ich schon davon aus, dass es dann hilfreich sein wird, einfach um nochmal dann jetzt schon einen Eindruck zu hinterlassen. Du hast ja bei dem letzten Wahlkampf, ich glaube, den SPD-Konkurrenten mit ungefähr 20% Abstand hinter dir gelassen. Jetzt ist die grüne Konkurrentin, die Landesvorsitzende auch der Grünen, Sandra Detzer. Ändert das was in der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner, ob das jetzt SPD oder Grüne oder auch eine Landesvorsitzende ist oder nicht? Oder guckst du im Wahlkampf nur auf dich? Ja, also in Baden-Württemberg haben wir ja die Situation, dass wir in der Landesregierung mit den Grünen sind. Im Bund sind wir mit der SPD. In der Bundesregierung, und so zeigt sich auch bei den bisherigen Podiumsdiskussionen, die wir hatten, dass man mal auch gemeinsam Positionen vertritt und natürlich auch mal genau das Gegenteil vertritt. Und ich denke, wir haben da bisher einen fairen Wahlkampf, so wie ich es eigentlich bisher auch in meinen Kandidaturen immer im Wahlkreis wahrgenommen habe. Und das finde ich eigentlich auch ganz angenehm, wenn man immer nicht so als Wahlkreiskandidaten schon sich gegenseitig attackieren muss, sondern wenn die jeder auch schaut, wie kann ich denn meine Punkte rüberbringen, wie kann ich für mich die beste Werbung machen. Und so habe ich einen Eindruck, läuft es bisher bei uns im Wahlkreis, wünsche ich mir natürlich auch, dass das dann auch so weitergeht. Ja, ich glaube, eine gewisse Prominenz hat natürlich eine grüne Landesvorsitzende, andererseits haben die ja immer zwei Landesvorsitzende und die Grünen sind natürlich eine größer gewordene Partei in Baden-Württemberg, aber sie haben halt immer noch ein bisschen mehr Mitglieder jetzt als die Junge Union Baden-Württemberg, deren Vorsitzender ich vorhin war. Also ja, ich glaube, es ist in Ordnung so in der Konstellation und da versuchen wir jetzt alle das Beste draus zu machen. Man merkt schon, für alle, die mal durch Ludwigsburg fahren, dass die Grünen jetzt viel mehr plakatieren, als es früher der Fall war. Vielleicht dann auch die SPD, auch in der Wahrnehmung, was den Wahlkampf anbelangt, eher so in die dritte Stelle rutscht, während es, wie du gerade richtig gesagt hast, bisher in meinen Wahlkämpfen immer so war, dass SPD der härteste Konkurrent ums Direktmandat war. Mhm. Im Internet ist zu lesen, du seist Teil der Pizza Connection. Gibt es die noch? Ja, also nicht die Pizza Connection von damals, sondern wir haben vor ein paar Jahren diesen Gesprächskreis zwischen CDU und Grünen wiederbelebt. Und das finde ich auch gut, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch auf Bundesebene jetzt oder irgendwann dann mal zusammenarbeiten in der Regierung, ist natürlich gegeben. Und ich habe meine Erfahrung gemacht in Baden-Württemberg in der Zusammenarbeit mit den Grünen in der Landesregierung, wo man ja erkennen kann, das funktioniert. Das ist kein Wunschkonzert. Wir müssen das Wahlergebnis am 26. September akzeptieren, wie es die Wähler entscheiden. Und da muss man dann auch
offen sein für jede Koalition, für uns ganz klar, außer eben mit rechts- und linksradikal. Und allein deswegen macht es schon Sinn, so einen Gesprächskanal auch in so einem Kreis mal aufzubauen, was ich auch gut fand, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur also die CDUler, die besonders grünenaffin sind und die Grünen, die besonders CDU-affin sind, sondern es soll wirklich so sein, dass es eine Bandbreite darstellt. Und ohne jetzt da zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, also wir nehmen uns immer für die Treffen ein Thema vor. Wir sind ja unter uns hier. Okay, dann. Am Kabinettstisch bleibt ja eh alles vertraulich. Ich kann's ja mal versuchen. Also wir nehmen uns immer ein Thema vor und über das wird dann diskutiert. Jede Seite macht ein Eingangsstatement dazu. Und da war vor ein paar Monaten das Thema Verkehrspolitik dann auf der Tagesordnung. Und da haben wir gemerkt, trotz aller harten Debatten, die wir im Bundestag führen, im Verkehrsausschuss und trotz aller Unterschiede, die es gibt, das wäre schon machbar, wenn wir dann in Sondierungen, in Koalitionsverhandlungen sind, dann auch zu guten Ergebnissen zu kommen. Also alles nicht einfach, je nach dem Themenbereich. Verkehrspolitik gehört sicher zu den ganz strittigen zurzeit, auch anders als man das früher so gewohnt war. Aber ich glaube, auch da kann man, wenn man den Willen hat, vernünftige Lösungen finden. Wie sieht denn der Verkehr der Zukunft aus? Also wir haben ja jetzt, Armin Laschet hat ja einen Termin mit Elon Musk gehabt, hat da Wasserstoff nochmal reingeschmissen. Da haben ja viele dann den VW-Chef Diess reingeworfen, der einer der größten Gegner ist. Ist es aber so, dass Wasserstoff, glaube ich, bei den südlichen Autobauern, auch den Autobauern, die bei dir im Wahlkreis sind und in der Nähe, ein Thema ist, das gar nicht so erledigt ist. Also ist da eine Entscheidung gefallen oder gibt es da, also jetzt auch die Frage an den Verkehrsstaatssekretär, wie sieht es denn aus mit Wasserstoff? Ja, das ist eine dieser spannenden Diskussionen, die man mit den Grünen führen kann. Viele Grünen sagen ja, nur Batterie ist die Lösung. Grüner Wasserstoff, was für uns auch in der nationalen Wasserstoffstrategie eine ganz große Rolle spielt, sei nicht energieeffizient genug, weil da sehr viel Energie genutzt werden muss, um den grünen Wasserstoff zu erzeugen. Aber wir sind, auch ich persönlich bin überzeugt, dass Wasserstoff wirklich ganz klar die Zukunft ist in der Mobilität in vielen Bereichen, aber auch in der Industrie. Also wir werden diese ganzen Herausforderungen mit Klimaschutz nicht meistern können, wenn wir den Wohlstand erhalten wollen, ohne dass wir massiv auf Wasserstoff setzen. Und da bedauere ich es dann auch, wenn die Grünen dann immer gern ignorieren, was halt sonst auch so passiert in der deutschen Automobilindustrie oder weltweit. Also China hat einen Plan verabschiedet, 2030 eine Million Wasserstoffautos, so wie wir China zurzeit erleben werden, die den Plan umsetzen. Lkw-Bereich, aus meiner Sicht nicht vorstellbar, Klimaziele zu erreichen. Wir haben uns vorgenommen, ein Drittel der Straßengüterverkehrsleistung, also von den ganzen Lkw, die unterwegs sind auf unseren Straßen, mit elektrischen entweder Kraftstoffen, synthetische Kraftstoffe, grüner Wasserstoff oder Batterie zu meistern, bis 2030. Jetzt gibt es ein paar tausend elektrische Lkw, es gibt ein paar tausend Gas-Lkw, aber sind fast alle noch mit Diesel unterwegs. Also da geht es um wenige Jahre. Das ohne Wasserstoff zu meistern, halte ich nicht für möglich. Und auch die EU-Kommission, die in der letzten Periode noch sehr stark batteriefixiert war, hat ja auch eine Wasserstoffstrategie vorgelegt, hat jetzt in den Vorschlägen Fit for 55 auch Pläne vorgelegt, die ich auch sehr richtig finde, dass in jedem Mitgliedstaat der EU, in ganz Europa, in bestimmten Abständen Wasserstofftankinfrastruktur vorhanden sein muss. Zum ersten Mal auch damit eine klare Vorgabe, dass nicht nur Deutschland, Österreich, Skandinavien, Frankreich Ziele bei alternativen Antrieben umsetzen muss und da was dafür zu tun hat, sondern halt alle in Europa, auch die Länder, die sich nicht so viel leisten können eigentlich. Und da freue ich mich auf die Diskussion auch hoffentlich im Wahlkampf. Das war gut, dass Armin Laschet den Termin mit Elon Musk gemacht hat, dass dann auch so eine Diskussion daraus entstanden ist, weil wir absolut überzeugt sind, dass unser Grundsatz der Technologieoffenheit der richtige ist. Also wir sind das Autoland, bei uns wurde das Auto erfunden. Unser Anspruch muss sein, dass wir auch in Zukunft die Autos und LKWs und Busse für die ganze Welt entwickeln und dann auch exportieren können. Und da kann man sich nicht erlauben zu sagen, wir gehen jetzt nur in eine Richtung und ignorieren Entwicklungen, die es halt auch in anderen Regionen der Welt gibt. Aber auch ohne die Schiene wird es nicht gehen. Wann kommt der Deutschlandtakt? Ja, wir sind schon in der Umsetzung. Also es wird diese Woche noch einen Termin geben, wo dann unser Bundesverkehrsminister noch weitere Ergebnisse, wir haben einen Gutachter beauftragt, sich die ganzen Vorschläge aus dem Deutschlandtakt anzuschauen und zu überprüfen. Das wird dann vorgestellt werden. Aber wir sind schon in der Umsetzung. Also Deutschlandtakt ist ein wichtiges Projekt, wahrscheinlich jetzt in der Kürze der Zeit zu
kompliziert, um alle Details dazu beleuchten. Aber ich glaube, das große Vorbild ist ja die Schweiz, wo man, glaube ich, einmal alle Stunde in alle Richtungen reisen kann. Genau. Also du kommst irgendwo an und kannst dann. Genau, es geht um zuverlässige Taktzeiten, dass man weiß, wenn man sich in Frankfurt in den Zug setzt und nach Mannheim fährt oder Richtung Köln fährt, dass es dann immer zu bestimmten Zeiten einen zuverlässigen Anschluss gibt. Es geht auch um den Ausbau der Verbindung, denn das werden wir brauchen, wenn wir das Ziel erreichen wollen, bis 2030 die Fahrgastzahlen zu verdoppeln. Klar, Corona-Knick gibt es auch, aber das mal nur am Rande angemerkt. Es hat aber auch eine Bedeutung für den Güterverkehr, weil mit dem Ausbau, den wir durch den Deutschlandtakt schaffen werden, auch der Güterverkehr nochmal attraktiver wird. Und dann sind wir vor allem auch bei dem Thema Klimaziele erreichen. Klar, wir brauchen mehr Leute, die in den Zug steigen statt ins Auto, aber wir brauchen auch viel mehr Güterverkehr auf der Schiene und auch da hilft uns der Deutschlandtakt. Eine Frage hätte ich noch. In der vergangenen Ausgabe der Zeit gab es ja ein Interview mit Minister Scheuer auch, wo er auch darauf angesprochen wurde, warum ist das Verkehrsministerium in der Öffentlichkeit eigentlich ein Krisenministerium? Und er antwortet darauf, eigentlich haben wir fast alle Sachen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt bekommen. Da schließt sich aus Perspektive von Politik und Kommunikation dann natürlich die Frage an, warum wird das nicht gesehen? Also ich glaube, Verkehrspolitik ist mittlerweile so ein strittiges Thema, dass es ja nie oder es wahrscheinlich nie möglich sein wird, dass ganz große Mehrheit sagt, Mensch, der Verkehrsminister macht das super. Sondern wir haben da einfach so Gegensätze, die gerade ausdiskutiert werden, die jetzt nicht dazu beitragen werden, dass ein Verkehrsminister an für sich mal beliebt sein könnte. Also wann ist ein Verkehrsminister in der Öffentlichkeit eigentlich in der Regel, wenn es Probleme gibt? Das haben wir natürlich mit der Pkw-Maut, ein Thema, das wirklich die Amtszeit überlagert hat, auch sehr stark belastet hat. Leider auch dann die vielen Erfolge, die wir in unserer Bilanz wirklich vorzuweisen haben, auch ja, in den Hintergrund treten lassen hat. Aber das stimmt schon, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut und was wir umsetzen konnten, dann sieht die Bilanz wirklich gut aus. Wir haben den Investitionshochlauf, wie wir das nennen, konsequent weiter umgesetzt. Wir haben sehr viel Geld zur Verfügung für den Ausbau der Schiene. Wir haben beim Klimaschutz vieles erreicht. Wir sind beim autonomen Fahren eigentlich führend, was den Rechtsrahmen anbelangt. Also Fahrverbotsdiskussion bewältigt, Dieselskandal bewältigt. Also wirklich viel vorzuweisen, aber klar, wird sehr stark überlagert von dem Thema Pkw-Maut. Ich als CDUler in einem CSU-Ministerium würde auch sagen, dass ich schon feststellen musste, dass es ein CSU-Minister wahrscheinlich in Berlin oder so bei den Medien auch immer noch mal ein bisschen schwerer hat. Wenn der dann davor noch Generalsekretär war, mag es vielleicht auch noch mal zusätzlich dazu beitragen. Ja, und dann kam natürlich noch das eine große Thema dazu. Das war ja dann auch die Überschrift, nicht alles, was er als Generalsekretär gesagt hat, würde er heute nochmal sagen. In Details ist er dann nicht gegangen. Steffen, vielen Dank, dass du da warst. Verkehr bleibt, denke ich, eins der zentralen Themen der Zukunft, natürlich auch wegen der CO2-Einsparungen, die da passieren müssen. Insofern ist es wahrscheinlich auch in der kommenden Zeit eine große Freude, Verkehrspolitiker zu sein. Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank für deinen Besuch im Wahlcamp. Sehr gerne.